Ja, hallo und einen schönen guten Nachmittag an alle Zuschauer des heutigen JFT Live Trading TVs. Wir wollen uns heute hier kurz vor 16 Uhr dem Philly Fed Index widmen, beziehungsweise hier vielmehr den Reaktionen der Märkte. Hier gibt es eben die Frühindikatoren und auch den Philly Fed Index als solcher, der ja hier speziell ja in so einer Art Wirtschaftsgesundheit praktisch darstellt des Manufaktursektors in Philadelphia und hier durchaus als Indikation eben dient, ob hier die Wirtschaft eben Fahrt aufnimmt oder nicht. Index der Frühindikatoren kommt hier auch noch rein für Januar. Das ist wie gesagt ganz spannend. Das wollen wir uns jetzt dann mal live anschauen, was da hier passiert. Wir haben hier zunächst die US-Indizes hier in der Mitte, in diesem Winkel. Hier rechts unten noch den Euro Stoxx 50 und hier links einmal den Cash DAX, CFD DAX und hier den Xetra DAX. Und da wollen wir mal sehen, wie die Märkte sich denn hier verhalten, wenn es denn gleich zu den News kommt. Wir sehen auf jeden Fall Abgaben bei den US-Indizes breiten Sektoren, hingegen hier die Technologie sauber nach oben geht. Wir sind hier in den 30-Minuten-Chart-Intervallen. Und wie gesagt, sehr schön zu sehen, dass hier sowohl der S&P 500 als auch hier oben der Dow Jones rückläufig ist. Wir werden uns dann im Detail mal dem oder den Dow Jones widmen und dann praktisch mal hier eine Einschätzung darüber zu erhalten, wohin die Reise gehen könnte. So, jetzt ist es recht wild geworden. Gucken wir mal auf die Nachrichtenlage. Die Indizes verhalten sich hier noch relativ ruhig, also keine große Panik. Die Frühindikatoren sind leicht schwächer reingekommen mit plus 0,2%. Erwartet wurden 0,4%. Also hier praktisch eine leicht schwächere Entwicklung und der Philly Fed Index notiert bei 5,2. Auch hier wurde ein stärkerer Wert erwartet nach zuvor 8,8, beziehungsweise erwartet wurde ein Wert von 8,8 nach zuvor 6,3. Das sind schwache Werte aus den USA. Also hier Zinssenkung bzw. Zinsanhebung vielmehr doch weiter nach hinten schieben. Ist das hier eine Stütze für die Anlegerschar, die hier eben eine Zinssenkung beziehungsweise ein Ausbleiben der Zinsanhebung und hier ein Verbleiben der Zinsen auf niedrigem Niveau favorisiert. Tatsache ist, die Indizes reagieren etwas verschnupft. Hier zumindest der Dow Jones oben und hier der S&P 500 unten. Auch die Nasdaq-Werte kommen hier aktuell ein Stück weit zurück. Die Daten, wie gesagt, grundsätzlich schlechter. Also hier kein großer Optimismus dahingehend, wer hier jetzt mit stärkeren Wirtschaftsdaten gerechnet hat. Die Reaktion dahingehend in Sachen schwächerer Öffnungstendenz setzt sich diese jetzt fort. Wir zoomen uns mal kurz hier beim Dow Jones rein, der hier sauber das gestrige Tief jetzt unterbietet, deutlich zurücksackt. Und wir werden uns aber gleich mal den S&P 500 noch mehr im Detail anschauen. Der kommt nämlich auch hier, wenn wir das im 30-Minuten-Chart sehen, ganz interessant daher, vor dem Hintergrund dessen, dass wir hier natürlich eine Rekordfahrt laufen haben. Hier sehen wir, zoomen wir uns mal ein Stück rein, das gestrige Tagestief. Hier hat sich eine horizontale Unterstützung aufgebaut, die möglicherweise gleich getestet werden könnte. Wenn wir hier wieder erfolgreich nach oben drehen, dann sieht das gar nicht schlecht aus für den Index. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal das Gesamtbild zum Index an und switchen mal auf das Charting Tool. Gut, wir sehen hier zunächst kurz Wochenchart zum S&P 500. Also hier nehmen wir einfach mal die Gesamtlage in den Fokus und hier die Tendenz, wie auch schon vor kurzem erwartet, weiter nach oben gerichtet. Rein technisches Potenzial im Sinne dieses sich ausdehnenden Dreiecks wäre hier der Bereich 2140 knapp, 2130 Punkte. Dann hätte hier zumindest ähnlich wie zuletzt hier Anfang Januar, Schrägstrich hier vielmehr Ende Dezember und dann hier nochmals zur Mitte des Septembers hier mögliche Verkaufsaktivitäten, ihre Begründung dessen, dass wir hier oben angelaufen sind. Technisch, wie gesagt, hier durchaus noch einiges an Punkten Potenzial. Auf Tagesbasis sind wir ja hier unlängst ausgebrochen. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Diese Seitwärtsrange und das präferierte Szenario, dass wir hier nochmal zurücksetzen, um Schwung zu holen, ist ausgeblieben. Wir sind hier nach oben ausgebrochen. Diese Alternativoption wurde aktiviert und jetzt sind die Bullen hier praktisch von der Leine. Alles, was sich jetzt hier oberhalb
ja, von 2075 Punkten abspielt, also hier Pullback an dieser Aufwärtstrendlinie, Schrägstrich hier 2065 Punkten, das vorherige Widerstandslevel ist grundsätzlich kein Beinbruch, ist also insofern bullisch zu sehen und der Markt könnte hier weiter nach oben partizipieren. Gar keine Frage. Wir sehen zwar jetzt aktuell schwächere Notierungen, aber grundsätzlich der Index Rückläufer bleiben weiter kaufenswert. Auch vor dem Hintergrund, wenn wir uns jetzt mal hier den Saisonalitätsindikator anschauen, der hier grundsätzlich zeigt, okay, jetzt geht es wahrscheinlich die nächsten Tage bis Anfang März abwärts, seitwärts. Ja, aber dann hier mit Beginn bzw. vor Beginn der Monatsmitte haben wir hier rein saisonalen sehr, sehr starken Aufwärtsschub zu erwarten, der den Index sicherlich dann sowohl jetzt charttechnisch als auch rein saisonal betrachtet auf neue Höchstpreisekurse führen könnte. Wenn wir hier noch mal eine Projektion vollziehen, von dieser Range ausgehend, die wir hier sozusagen etabliert haben, im Januar diese dann hier an das Ausbruchslevel aufsetzen. Eine Zeit will ich nicht direkt fix machen, aber das Niveau von 2150 Punkten wäre hier erreichbar. Schrägstrich, wie zuvor auch gesprochen, die Marke von 2130 wäre dann hier diese deckelnde obere Trendlinie des sich an auffächernden bzw. des sich ausdehnenden Dreiecks. Obacht geben. Jetzt gehen wir nochmal in den Stundenchart, fassen hier mal die kurzen Intervalle zusammen. Sie sehen hier diese Kerzen, wie wir eben auch schon im MetaTrader 4 Chart gesehen haben. Hier hat sich ein Unterstützungsbereich aufgebaut um 2092 Punkten. Das sieht gut aus. Soll heißen, bleibt der Index darüber. Ist trotz schwächerer Eröffnung hier mit einer weiteren Aufwärtsbewegung zu rechnen. Konträr dazu wäre ein neues Tagestief, Bruch dieser Aufwärtstrendlinie. Und die zeige ich Ihnen mal, wo die herkommt. Die hat nämlich schon eine relativ weite Relevanz. Ja, Ausgangspunkt Anfang Februar. Da ist sie. Und wir haben hier einige Auflagepunkte. Und wenn wir unter diese fallen sollten, heute deutlich ins Minus drehen sollten, dann wäre hier einzig dieser Bereich nur um 2080, 2084 Punkten eine mögliche Unterstützung. Aber vielmehr sollte man dann eben hier einen Rücklauf bis 2065, wie anhand des Tagescharts erwartet, durchaus dann einkalkulieren. Wenn wir hier diesen Aufwärtstrend seit Anfang Februar brechen, wenn wir hier signifikant unter 2090 absegeln, dann wäre das kritisch. Ansonsten, der Index sieht gerade nicht so aus, als würde das tun. Wir haben vielmehr hier dieses Unterstützungslevel bei 2092 Punkten bestätigt und das sieht gar nicht mal schlecht aus, was er versucht. Was meint die FTSE-Logik zum heutigen Geschehen? Das ist hier eher ein bärisches Bild. Wir sehen hier die ganzen Indizes hier mit fallenden Tendenzen. Hier sogar den S&P 500 in Richtung 2070, 2069 Punkten fallen, während hier der Nasdaq Composite Index sich relativ gut behauptet im Vergleich eben hier zu dem Dow und dem S&P. Das sehen wir auch aktuell schon. Hier sagt auch die FTSE-Logik, okay, hier der Nasdaq Index sieht rein potenziell technisch gesünder aus als der S&P, als der Dow Jones. Das bestätigt auch hier die FTSE-Logik. Aber es muss, wie gesagt, nicht zu so einem Ausverkauf kommen. Das hier rein eine statistisch saisonale Ableitung der möglichen Tendenzen. Völlig ohne Gewähr, der Chart beim S&P 500 sagt vielmehr, wenn wir hier oberhalb von 2092 bleiben, kann es auch direkt weiter in Richtung 2100 Punkten gehen. Ganz spannend, wie ich finde. Die Märkte also weiter im Aufwärtsrausch, trotz der schwachen Daten aus den USA. Ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal danke fürs Einschalten, würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Zum JFD Live Trading und dem Devisenradar und dem ein oder anderen Post auf dem JFD Desktop. In dem Sinne, einen schönen Feierabend an alle und beste Grüße, Ihr Christian Kemmer.